Und ein Hund. Das ist gut. Aha. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zum Anfangspunkt unserer Exkursion. Einige wissen schon, wo die Exkursion stattfinden wird. Einfach davor und dann links hinter. Was ist das für ein Verein? Was ist das für ein Verein? Der botanische Verein. Danke dir. Was ist denn da im Hemdenschal? Im Verlauf von... Schnell genug. Deine Extra-Blanke, komm her. Grashüpfer gibt das. Das ist schön, da sind alle noch mal vorher lebend drauf. Kreis bilden. Wir gehen in den Naturkundeunterricht. Jetzt gibt es Naturkundeunterricht, das ist ganz klar. Typisch für die andere Vegetation. Zum Beispiel am Ackerrand wächst so eine Pflanze. Wer kennt die Pflanze? Die was? Promille, ja, aha. Jetzt müsste man nachschauen, ob es eine echte oder eine falsche Kamille ist, indem man das dann aufmacht. Die echte Kamille hat ein rotes Blütenköpfchen. Das alles ist jeweils eine Blüte. Noch eine Blüte und noch eine Blüte. Also wir machen die Natur nicht kaputt, sondern wir vermehren das Ganze im Moment. Also Kamille. Ist das eine echte oder eine falsche jetzt? In dem Fall ist eine echte. Wenn die Zungen blüten, das sind die sogenannten Zungenblüten, und das sind die sogenannten Röhrenblüten, wenn die Zungenblüten nach unten hängen und wenn das Blütenköpfchen rot ist, ist eine echte Kamille. Ein Schiffchen und noch ein Schiffchen und dann sind die typischen Kleeblätter da. Hornklee, typische Pflanze, die so auf der Wiese wächst. Noch ein Hornklee. Das riecht recht gut, das macht das Ganze irgendwie, das ist das Bett im Heufeld. Schon öfters mal im Heufeld gewesen. War schon so öfters im Heufeld. Doch, ist er nicht so schmeckig? Doch, ja. Da warst du das nicht mehr schauen. Gar nichts davon. Da weiß ich noch nichts davon, ja. Heute Abend warten wir ab, gell? Dann der gelbe Honigblee, den gibt's auch. Der riecht auch. Neigen zu Depressionen. Angstzuständen, nächtlichen Bettnässen. Die einzige Pflanze, die man als wirkliches pflanzliches Phytopharmakon ansehen kann, das ist hier Hypericum perforatum. Wenn man da durchschaut, sind die Blätter irgendwie durchlöchert, perforiert. Das ist das Johanniskraut. Das ist ja logisch. Und die jetzt hier in diesem Jura entstehen, hat sich hier eine Senke aufgebaut, die genährt wird von der schwarzen Lava, in die wir dann gleich hineinfallen werden. Und dadurch gibt es hier einen Gewässerrückstau und man sieht ganz deutlich, dass ab der Grenze hier sofort jetzt die Moorvegetation los. Eine Pflanze, die heißt Mädesüß, weil sie so süß wie ein süßes Mädchen riecht. Und deswegen heißt die Pflanze Mädesüß, wird als Grippemittel verwendet. Wird als Grippemittel verwendet, ist ein typischer Anzeichen dafür, dass wir jetzt irgendwo in ein etwas mooriges Gebiet kommen. Auch hier diese ganzen Schilf und so weiter. Die genaue Grasart müssen wir jetzt nicht genau bestimmen, aber es ist eindeutig auch das da, ja. Das sind also alles Anzeigen dafür, dass wir jetzt in ein gewisses mooriges Gebiet kommen. Was wir unbedingt entdecken müssen, ist zum Beispiel die Himmelsleiter. Es gibt sofort ein Freibier für den, der die erste Himmelsleiter entdeckt. Ich hoffe, ich werde selber sehen. Das ist der sogenannte Sumpfstorchschnabel. Und die Geranien, die wir so am Balkon haben, die haben dann auch diese storchschnabelartigen Früchte. Schau mal hier. Das ist so laut, ich will, gell? Fällt's dir schon nicht mehr, ja? Mir fällt's. Ich finde sowas herrlich. Nein, also hier ist es am unangenehmsten, weil man durch den Schilf muss. Das war die Brennnessel. Also die haben ziemlich lange Beine zum Abstoßen. Ja, eben. Einer dran, den Kali. Ob es gibt. Wie schaut es denn aus?
Das da ist Aconitum. Der Inhaltsstoff heißt Aconitin. Von diesem Aconitin reichen 2 Milligramm, das ist weniger als was ich da im Moment am Finger habe, als tödliche Dosis. Für alle, die... Unauffällig. Geht's mal weiter. Ja. Freiwillige Frau. Probier's mal aus. Wobei die Pflanze auch im Garten zum Teil angebaut wird, dann ist es der blaue Eisenhut. Dann ist es der blaue Eisenhut. Und dieser blaue Eisenhut sollte man nicht, den Garten anbauen, wo Kinder vorhanden sind, weil das wirklich eine der giftigsten Pflanzen ist, die wir so haben. 2 Milligramm ist wirklich ein Stäubchen. Bei mir war jetzt eine Lehrerin in der Apotheke, ich sollte ihr 1,7 Milligramm abwiegen. Habe ich gesagt, das ist einfach nicht möglich. Hier, Eisenhut, die giftigste Pflanze. Nein, die wollte ich ihren Schülern vorführen. Keine Sorge, es wird noch viel schlimmer. Es hat ein bisschen geregnet. Ja. Nur, weil es immer weiter nach oben wächst, nach unten sterben die Sachen ab. Übrigens, das da alles wird genährt, zum Teil später Torfmull gewonnen wird. Kann man ruhig reinschmeißen, es wird schlimmer. Da kommt der Tritt, ey. Charlie, wie war das mit dem Einsinken? Die Medienläufe beim Start. Kreisbilden und abzählen, bitte. Ach, diese blöden nassen Füße. Das ist in die Richtung. Was macht Hundele? Dem geht's besser als uns. Dass der reinfliegt. Dann haben wir noch meine Füße nass genug. Danke, mir reicht es eigentlich schon. Der Willers raucht schon eine. Aha. So, das da ist der sogenannte Gelbweiterich. Gelb kommt von Gelb. Und die Pflanze, das da wieder Schilf und da vorne natürlich wieder das Mädesüß oder Spierkraut. Und die Pflanze, die eigentlich ziemlich einmalig ist für solche Moorgegenden und auch deswegen rupfe ich die auch nicht raus, das ist die sogenannte Himmelsleiter. Der Charlie hat die Himmelsleiter gefunden. Damit ist die Moorexkursion beendet. Nix. Nee, im Gegenteil, jetzt geht's erst einmal richtig rein. Was ich mache, ist einfach ein Gelaber und ein Gelaber. Ja, ja, das war mir schon klar. In der Wasserminze. Vorsicht, Vogelnest. Oder schon wieder? Unten. Na, wie ist es da? Ja, das Kleid ist schon kaputt. Hier eine herrliche Wiese. Unten ist schon das Kleid. Da ist wieder diese Spring. Oh, da riecht es aber intensiv. Mit welcher Pflanze, die ich heute schon vorgestellt habe, hat diese Pflanze eine Ähnlichkeit? Ja, genau. Es gibt 3 verschiedene Springkrautpflanzen, die heißen auch Rühr mich nicht an. Lateinisch Impatiens noli me tangere. Tango heißt berühren. Merkt ihr das Lateinische? Tangere heißt berühren. Tango ist ein Berührungstanz. Die Pflanze, wenn man anrührt, dann hupft sie so auf wie da.
und die ganzen Samen werden verbreitet und deswegen heißt das Ding auch Springkraut. Genau das gleiche. Das rote da vorne. Das ist ein heißer Blick. Aber er macht wirklich. Das ist interessant. Paris Quadrifolia. Quadrifolia sieht mir jetzt nicht so, es müsste 1, 2, 3, 4 Blätter haben. Einbeere nicht essen. Einbeeren sollte man aber nicht als Blaubeeren essen. Das war die nächste Pflanze. Einfach durch. Alles voll, die ganzen Stiefel. Oh, ich bin voll umgekehrt. Die Frösche auch drin. Das könnte sein, ja. Na, scheiß Mucken. Oh. Und jeder schaut zu, gell? Gerade lassen wir einen Stiefel drin. Warte, ich geh vor. Kann man nicht herausziehen, Schade? Geht doch mal raus! Kann man gleich Datum und Uhrzeit zublenden? Ja, ja, jetzt haben wir es. Da ist auch bis ans Knie. Immer wenn ich filme, kommen die Mücken. Scheiß Klump. Die wissen, die werden fotografiert. Die wollen doch, alle jetzt Fernsehen. Ja. Oh. Hey. Hunde, wenn Bobby, willst du vor? Ja, ich mach schon ein paar Leute drauf. Wir müssen einfach jetzt gucken, noch bis zu dieser Freifläche zunächst einmal da vorne durchstoßen. Hier durchstoßen die Freifläche. Es ist kein Schwingrasen. Nein, leider. Ich hatte es voll. Mücken, geh weg. Hilfe. Genau, da bin ich in der Achtung. Ah, jetzt sind beide Beine. Nur eine ganze. Was ist mit der Kalle? Ja, was darf ich
Waldpflanze, der sogenannte Viehbergklee. Hier wächst er. Viehbergklee, genau. Den Viehbergklee wollten noch finden, die Kala und eine Orchidee. Dann habt ihr alle überstanden. Der Viehbergklee. Meniantes trifoliata. Viehbergklee. Ja, ne? Wenn wir an Stellen kommen, wo... Ja, also wer Moorerfahrung hat, der weiß jetzt mittlerweile ganz genau, wo ist es tief, wo ist es eichtief. Die eichtiefen Stellen, die werden dann durch dieses Sumpf-Vergiss-mal-nicht irgendwie gekennzeichnet. Sumpf-Vergiss-mal-nicht, wenn irgendwo blüht, dann sind richtige Moorlöcher da. Da kann einen dann keiner mehr rausziehen, weil 10 Meter, da wird nicht einmal unser Moorretter, den ich heute mitgenommen habe, der Josef, der wird dann auch da nicht mehr irgendwie in der Lage sein, jemand rauszuziehen. Sumpf, vergiss mal nicht, immer meiden. Ganz tiefe Stellen, Sumpf, vergiss mal nicht. Oh ja, die Brennnesseln, ja. Interessant. Die ausschlüpfenden Leute müssen wir alle festhalten. Ob es noch alle sind? Ja, nachzählen nachher. Willers, warst du der Letzte? Ja. Gut. Charlie steht echt da, als wenn er bis 13 kommt, ne? Ich bin unvorstellbar, ja. Ich bin gar nicht geschossen. Ja, durch die Ski. Aber dann war es halt die erste. Oder sieh mir genau, wie war die Schwasser gestanden, so schön die Füße. Können wir nochmal dein... Ich hab einen dabei. Danke, hab schon.